Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me 2006 wird auf einer Tagung der Berliner Humboldt-Universität das erste deutsche Studienbuch Feministische Rechtsprechung vorgestellt. In diesem Buch wird die These aufgestellt, dass Frauen für die gleichen Vergehen härter bestraft werden würden als Männer. Hä? Als Beispiel wird Folgendes aufgeführt. Eine Frau ermordet den Ehemann, der sie jahrzehntelang gequält und geprügelt hat, als er schläft. Das Urteil: 9 Jahre Knast. Ein Mann ermordet die Frau, die sich von ihm trennen will, aus Eifersucht. Das Urteil: 2 Jahre auf Bewährung. Irgendwie schräg? Das liegt, so argumentiert feministische Rechtswissenschaft, am von Männern gesetzten Recht. Ich gebe zu, vergleicht man diese 2 Fälle miteinander, scheint es schon so, als würden Strafen zugunsten von Männern verteilt werden. Naja, die Frau hat einen heimtückischen Mord begangen, weil sie ihren Mann im Schlaf ermordet hat. Und der Mann hat seine Freundin im Affekt totgeprügelt, was nur als Totschlag zu werten ist. Diese 2 Fälle sind also absolut nicht miteinander zu vergleichen, zumal die Frau sogar einen Freispruch hätte erhalten können, wenn die Richter einen entschuldigenden Notstand bei ihr erkannt hätten. Zusätzlich ist die Wahrheit, dass das Rechtssystem tatsächlich zugunsten von Frauen entscheidet. Und das werde ich jetzt beweisen. Beginnen wir einfach mal mit dem eigentlichen Totschlagargument. Mehrere Studien haben bereits bewiesen, dass Männer härter bestraft werden als Frauen. Eine Studie des Kompetenzzentrums für Rechtspsychologie der Universität St. Gallen von 2012 kommt zu dem Schluss, dass Staatsanwälte Männer härter bestrafen als Frauen. Das wird auch durchaus von denen zugegeben, die die Urteile fällen. Ulrich Bultius, Richter am Berliner Amtsgericht, erklärt beispielsweise 2008, er habe sich bei Verfahren gegen Frauen immer gefragt, welche Strafe er gegen einen Mann verhängen würde und dann auf diese Strafe abzüglich eines Frauenrabatts erkannt. Ähnlich scheinen es auch meine Kollegen zu handhaben. Ein solcher Rabatt sei gerechtfertigt, weil es Frauen im Leben schwerer haben. Ja gut, das ergibt natürlich Sinn und ist auch überhaupt nicht sexistisch oder so. Das war ein Witz, ne? Auch eine Studie aus den USA hat den vor Gericht bereits erkannt. Das habe ich in einem früheren Video schon mal erwähnt. In einer Studie der University of Georgia wurden erhebliche Unterschiede bei der Verurteilung von Männern und Frauen festgestellt. Die Studie ergab, dass vor US-Bundesgerichten Schwarze und Männer seltener keine Haftstrafen erhalten, seltener eine Abweichung nach unten erhalten und häufiger eine Anpassung nach oben und geringere Kürzungen erhalten als Weiße und Frauen. Kommen wir mal zu absurden Beispielen, die diese Studien untermauern. 2017 hatte ein Paar in alkoholisiertem Zustand an Bord eines Dampfers. Der Mann wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses zu 2.100 Euro Strafe verdonnert. Die Frau zu 500 Euro, obwohl sie es war, die dem Schiffsführer mit der Faust ins Gesicht schlug. Die Richterin begründet ihr Urteil mit der Tatsache, dass die Frau Mutter geworden sei und einen ganz vernünftigen Eindruck mache. Okay. Also beide begehen Erregung öffentlichen Ärgernisses, aber die Frau noch zusätzlich Körperverletzung. Aber der Mann kriegt eine 4-mal so hohe Strafe, weil die Frau ja einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht hat. Cool. 2019 erlässt eine britische Richterin einer Frau die komplette Strafe und sagt, wenn sie ein Mann gewesen wäre, wäre sie umgehend in den Knast gekommen. Aber nicht nur vor Gericht werden Männer wegen geschlechtsspezifischen Stereotypen benachteiligt, auch von der Polizei. Dass Vorurteile und Geschlechterklischees zulasten der Männer die Justiz beherrschen, ist kein Geheimnis. 2011 stellt Kriminologe Hendrik Schneider fest, dass sich Staatsanwälte und Richter unter Umständen von geschlechtsspezifischen Vorstellungen beeinflussen lassen und Polizisten über Einsätze bei häuslicher Gewalt zugeben, natürlich nehmen wir erstmal den Mann mit. Kleine Anekdote dazu von mir. Mir ist mal was Ähnliches passiert. Nicht mit häuslicher Gewalt oder so, keine Sorge. Als ich mit meiner Ex Schluss hatte, ist sie in meiner Abwesenheit in die Wohnung gegangen und hat einige meiner Sachen geklaut. Daraufhin bin ich zu ihr nach Hause gefahren, um die Sachen wiederzuholen. Sie hat sich geweigert, mir die Sachen zurückzugeben, also habe ich die Polizei gerufen. Und was ist am Ende passiert? Ich habe meine Sachen bis heute nicht wieder vollständig zurück und die Polizei hat mir für den Tag einen Platzverweis gegeben. Ich durfte mich dort nicht mehr aufhalten, so als ob ich der Bösewicht wäre. Aber weiter im Text. Selbst Wissenschaftler sind nicht frei von Vorurteilen gegenüber Männern. Der Human Security Report von 2012 zeigt auf, dass Wissenschaftler aufgrund verinnerlichter Geschlechtsstereotype gar nicht erst auf den Gedanken kommen, bei ihren Untersuchungen nach weiblichen Tätern zu fragen. Und auch aus der Politik werden immer wieder Stimmen laut, die im Prinzip die Diskriminierung von Männern fordern. So versuchte Heiko Maas 2014 den Straftatbestand Mord aus Heimtücke abzuschaffen und einen Sonderrabatt für mordende Frauen einzuführen, die aus Verzweiflung handeln oder sich aus einer auswegslos erscheinenden Konfliktlage befreien.
befreien wollen. Als ob wir dafür nicht schon den Paragraph 35 im Strafgesetzbuch hätten. Gleichzeitig fordern weibliche Politiker, dass man Tötungen von Frauen gesondert erfasst. 2021 bemühen sich Politikerinnen von Ulla Jelpke und Cansu Özdemir über Britta Hasselmann und Christine Lambrecht bis Dorothee Bär, wie immer flankiert von den Leitmedien, Frauen per Definition von jeder Mitverantwortung für Konflikte innerhalb einer Beziehung freizusprechen und die Gewalt von Frauen gegen Männer unsichtbar zu machen, indem sie fordern, dass die Tötung von Frauen gesondert in einer Kategorie Frauenhass erfasst wird. Denn die Tötung einer Frau ist ein Femizid. Klar, Frauen werden immer nur ermordet, weil sie Frauen sind. Absolut logisch. Aber vielleicht gäbe es ja auch mal mehr Aufklärung, wenn sich die Politik mal für Gewalt gegen Männer interessieren würde. Aber nein, stattdessen wird das Thema quasi totgeschwiegen. 2002 sah sich das BMFSFJ unter Christine Bergmann aus taktischen Gründen veranlasst, eine Pilotstudie Gewalt gegen Männer in Auftrag zu geben, die zu dem Schluss kam, dass weitere Forschung auf diesem Gebiet nötig sei. Ebenso die Schaffung eines öffentlichen Bewusstseins für Ausmaß und Folgen der Gewalt gegen Männer und der Ausbau eines entsprechenden Hilfesystems. Das war vor 15 Jahren. Seither ist nicht der kleinste Ansatz zu einer Umsetzung unternommen worden. Stattdessen reden sich die Frauenministerinnen damit heraus, dass die Ergebnisse aufgrund der wenigen befragten Männer nicht repräsentativ seien. Denn während zur gleichen Zeit im BMFSFJ genug Geld da war, um 10.000 Frauen für die so und so vielte Studie zur Gewalt gegen Frauen zu befragen, beließ man es bei der Pilotstudie zur Gewalt gegen Männer bei 300 Befragungen. Ja, wo bleibt denn das Hilfesystem für Männer? Muss ich euch nochmal daran erinnern, wie groß die Lücke ist zwischen dem Hilfesystem von Frauen und dem Hilfesystem von Männern? Als ob es nicht haufenweise Gewalt gegen Männer gibt, der nicht gemeldet wird, weil es einfach keine Anlaufstellen für sie gibt. Das sind Männerhäuser und deren Plätze. Ganze 11 Männerhäuser mit insgesamt 35 Plätzen. Wie viele haben wir für Frauen? In Deutschland stehen rund 400 Frauenhäuser sowie über 40 Schutz- oder Zufluchtswohnungen mit mehr als 6.000 Plätzen zur Verfügung. Hinzu kommen rund 750 Fachberatungsstellen bei Gewalt gegen Frauen. Es ist schon weird, dass Gleichstellungsbeauftragte nur eine Frau werden kann und die sich nur für Frauen einsetzt, obwohl es sogar Themen sind, worunter auch Männer leiden, wie häusliche Gewalt zum Beispiel. Aber eine Gleichstellungsbeauftragte schließt ja nicht aus, auch extra einen Männerbeauftragten einzustellen. Und ja, den gibt es. Und nein, ich habe nicht aus Versehen die Einzahl genommen, es gibt keine Mehrzahl. Deutschland hat in jeder Stadt eine Gleichstellungsbeauftragte, aber nur einen einzigen Männerbeauftragten, und zwar in Nürnberg. Und wisst ihr was? Für solche Gedankenspiele hat Becker allerdings selten Zeit, denn seitdem er im Mai 2016 seinen Job angetreten hat, rennen die Männer ihm die Bürotür ein. Viele sagen, endlich hört mir mal jemand zu. Becker ist in seiner Position ein Unikat im Land. Männer gelten gemeinhin beim Thema Geschlechterdiskriminierung als Täter, nicht als Opfer. So leid es mir tut, das zu sagen, aber leben wir hier in einer Zweiklassengesellschaft, wo Männer benachteiligt werden sollen? Oder warum will eine Wohltätigkeitsorganisation weniger Haftstrafen für Frauen? Wieso fordern wir nicht direkt, dass Frauengefängnisse in Männergefängnisse umgewandelt werden sollen, wenn ja eh keine Frauen ins Gefängnis kommen sollen? Was? Das wurde auch schon getan. Weil die Gefängnisse in Großbritannien überfüllt sind, wird 2007 in einem Regierungsbericht über eine Schließung der Haftanstalten für Frauen diskutiert. Baroness Corsten erklärt darin, es seien ohnehin zu viele verletzbare Frauen im Gefängnis und dort einer überproportional größeren Härte ausgesetzt. Die Frauengefängnisse könnten doch besser innerhalb der nächsten 10 Jahre geschlossen und in Haftanstalten für Männer umgewandelt werden. Ist das dein Ernst? Und wo sollen dann Frauen hin, wenn sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden müssen, wenn nicht ins Gefängnis? 2018 möchte der britische Justizminister David Gawk erreichen, dass Verbrecherinnen nicht mehr in Gefängnissen untergebracht werden, sondern in Wohnzentren. Zu diesem Zweck entwickelt die Regierung Pläne für ein entsprechendes Pilotprojekt in Wales. Zufällig erklärt auch eine Richterorganisation in Wales, dass Frauen, die wegen kleinerer Vergehen verurteilt werden, Hilfe und Unterstützung erhalten sollen, statt eine Gefängnisstrafe absitzen zu müssen, weil kurze Strafen eine unverhältnismäßige Wirkung auf Frauen im Vergleich zu Männern und weibliche Straftäter komplexe Probleme hätten. 2020 ist es dann soweit. Das Justizministerium plant in Zusammenarbeit mit der Waliser Regierung die Eröffnung eines Zentrums für weibliche Straftäter, die ihrer Meinung nach besondere Unterstützung verdienten. Das Zentrum ist Teil einer Regierungsstrategie, die auf der Prämisse basiert, dass es tiefer liegende Gründe für das Verhalten von Straftäterinnen gäbe. Aber sowas passiert natürlich nicht nur in Deutschland und England. Auch Spanien hat männerdiskriminierende Gesetze erlassen. In Spanien hat ein 2004 eingeführtes Gesetz gegen
gegen häusliche Gewalt, nachdem die Anschuldigung einer Frau ausreicht, um Männer ohne jeden Beweis ins Gefängnis zu bringen, zu einer Flut von Falschbeschuldigungen geführt. Unbeirrt von jeder Realität billigt das Verfassungsgericht 2008 eine weitere Verschärfung des Gesetzes, das nun Männer bei häuslicher Gewalt härter bestraft als Frauen. 5 Jahre Haft im Vergleich zu 3 Jahren, weil von Männern begangene Gewalt besonders verwerflich sei. Eine Strafrichterin, die darin eine Diskriminierung der Männer sieht, scheitert 2010 vor dem Verfassungsgericht. What the fuck, Bro? Und in den USA kannst du sogar fast Präsidentin werden, indem du männerdiskriminierende Gesetze verabschieden willst. In den USA fordern kalifornische Feministinnen 2002 eine Amnestie für alle Frauen, die ihre Männer umbringen. Diese seien traumatisiert und daher für ihre Handlungen nicht verantwortlich. Hillary Clinton stellt 2016 während ihrer Bewerbung um das US-Präsidentenamt heraus, dass sie im Falle eines Wahlsieges eine genderbasierte Politik im Strafvollzug durchsetzen will, denn die hohe Anzahl von Frauen im Gefängnis und die langen Strafen destabilisieren Familien und Gemeinschaften, weil eine ganze Familie durch die Haftstrafe einer Frau bestraft wird. Wir müssen aufmerksamer gegenüber den speziellen Bedürfnissen von eingesperrten Frauen sein. Alles klar, Digga. Weil man schadet ja keiner ganzen Familie, wenn man einen alleinerziehenden Vater von 3 Kindern einsperrt, richtig? Nee, man schadet nur einer ganzen Familie, wenn man eine Frau einsperrt. Andersrum kann das ja nicht funktionieren. Und wisst ihr, was das Ekelhafte an der ganzen Sache ist? Diese Diskriminierung bildet einen Teufelskreis. Denn durch solche Forderungen werden Straftaten von Frauen entweder gar nicht erst erfasst oder verharmlost. Dadurch sind Männer in der Kriminalstatistik absolut überrepräsentiert, was diese Vorurteile ja nur weiter bestätigt. Und dadurch kann man dann wieder härtere Strafen für Männer begründen. Man fordert beim Feminismus die Gleichstellung von Mann und Frau, besonders vor dem Gesetz. Mittlerweile wird im Gesetz eher der Mann benachteiligt und Frauen werden vor Gericht sogar bevorzugt. Ist es nicht langsam an der Zeit, wahre Gleichstellung zu fordern und damit dann auch die Benachteiligung von Männern aus der Welt zu schaffen? Was sagt ihr dazu?